grüß dich, die EM steht vor der Tür und ja, was gehört zum Fußball? Natürlich ein Tor. Und das Tor bauen wir heute in diesem Video, da steht es nämlich schon, und das ist ein Schreibtisch. Das heißt, du kannst es zu Hause für deine Schularbeiten nutzen oder für dein Büro, Homeoffice, keine Ahnung was. Und nebenbei kannst du mal ein paar Tore schießen, wenn du die EM verfolgst dieses Jahr. Ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video und lass den Video auf jeden Fall einen Handwerker-Daumen nach oben und gib einen Kommentar ab, nämlich für welches Land du bist. So, ich würde sagen, auf geht's. An dieser Stelle noch mal ein bisschen Werbung in bequemer Form. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich schon meinen Klamottenausstatter bzw. Herrenausstatter JP, Mode von der Größe L bis 8XL. Einen passenden Rabattcode findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich muss sagen, ich teste das Ganze jetzt schon seit ein Dreivierteljahr und bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Alles, was ihr jetzt in diesem kleinen Clip seht, gibt es auch dort zu erwerben. Ich habe auch eine kleine Seite, da kannst du alles sehen, was ich mir bis jetzt dort bestellt habe. Und ich wurde bis jetzt noch kein einziges Mal enttäuscht. Von bequemer Sportbekleidung, Autobekleidung, Motorradbekleidung, Anzügen, ist wirklich alles dabei. Schau dich mal um, einen passenden Rabattcode findest du auch nochmal hier eingeblendet und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Shoppen. Jetzt brauchen wir nur noch Licht und dann können wir auch loslegen mit dem Projekt. Ich muss dazu sagen, alle Maße findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt es einen PDF-Plan, den ihr runterladen könnt. Und dort findet ihr die Maße, dort findet ihr noch mal ein paar Tipps. Das heißt, ihr lädt das runter, druckt euch das aus und geht in die Werkstatt oder erstmal in den Baumarkt und kauft Material. Ich habe hierfür jetzt ein Kantholz verwendet in Fichte 54 x 54 mm. Und zur Tischplatte kommen wir später. Die Kanthölzer habe ich mir auf Länge geschnitten und dann habe ich die Kanten auf 45 Grad so leicht angewinkelt, angeschliffen mit einem Tellerschleifer. Ihr könnt das Ganze aber auch mit einem Schleifklotz nehmen, ein bisschen Schleifpapier. Und im Anschluss habe ich das Ganze mit einer Holzschutzgrundierung von Duplicolor grundiert und danach trocknen lassen, einen Tag ungefähr, zwischengeschliffen. Es gibt so schöne Schwämme von Wolfkraft beispielsweise. Damit könnt ihr das Holz, wird, wenn ihr es grundiert, stellen sich die Holzfaser auf. Also es wird sehr, sehr rau. Und mit dem Zwischenschleifen, also mit so einem Schleifschwamm, wird die Oberfläche wieder ganz glatt. So, und danach saugst du es gründlich ab oder pustest es ab mit einem Kompressor, je nachdem. Saugen ist gesünder in dem Falle, beziehungsweise für deine Lunge. Und danach kommt der Lack drauf. Du kannst den Lack, wenn du möchtest, auch rollen. Aber ich habe auch hier wieder einen sehr stoßfesten Lack genommen von Duplicolor, ein weiß matt. Das habe ich zweimal aufgetragen und so sieht das Ganze jetzt aus. Und wir bauen uns jetzt zwei Rahmen quasi und das Ganze schrauben wir ganz, ganz einfach. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei unterschiedliche Längen und die kürzeste Länge ist quasi einmal oben und einmal unten und dazwischen kommt dann dieser Pfosten hier, zack. Und das Ganze wird jetzt vorgebohrt. Ich habe dafür jetzt ein tolles Tool von Wolfkraft. Damit könnt ihr vorbohren und senken. Es gibt zwar schon solche Tools, aber das ist nur ein bisschen anders. Da können wir die Bohrtiefe ein bisschen besser einstellen. Und oder ist das ein Scharnierbohrer? Nee, das ist ein Bohrsenker. So, und ich bohre das Ganze jetzt vor mit euch und verschraube das Ganze. Angerissen, ganz grob, auf beiden Seiten, damit wir das Ganze vorbohren können. Und das machen wir jetzt per Augenmaß. Das heißt, wir nehmen jetzt den Vorbohrer und Senker. Und ich würde sagen, wir machen immer jeweils zwei Schrauben. Zack. Zack. Im Anschluss verschrauben wir das Ganze. Dazu brauchen wir einen Anschlagwinkel. Übrigens, mit diesem Anschlagwinkel kannst du auch tolle Kreise ziehen. Habe ich meinen letzten Reel gemacht auf TikTok oder auf Instagram. War sehr unterhaltsam. Beim Rahmen zusammenschrauben gucken wir natürlich, dass so Seiten, wo jetzt hier so eine, ich weiß nicht was, ein Riss ist, eine Kernspaltung. Wir gucken halt, dass die schöne Seite nach vorne zeigt. Und legen uns das dann so zurecht. So, und dann schrauben wir das Ganze fest. Ich nehme jetzt hier, ich glaube, das sind 5x140er Schrauben.
Und ja, ihr könnt euch das, wenn ihr wollt, festspannen. Ich bin immer derjenige, der das nicht macht. Aber es hat so ein bisschen Charme, wenn das nicht so perfekt ist, ne? So, mein Freund. So, 90 Grad Winkel überprüfen. Stimmt natürlich nicht. Warum nicht? Bam, jetzt haben wir zwei Stück davon und wir haben nachher eine Gesamthöhe von 75 cm. Das heißt eine Tischarbeitshöhe von 75 cm. Wenn ihr das höher haben wollt, müsst ihr entweder eine dickere Arbeitsplatte nehmen oder diese Pfosten hier, die macht ihr einfach höher dann. 1-2 cm, je nachdem. So, die Idee ist natürlich jetzt, dass wir ein Tor bauen. Das heißt, wir brauchen noch mal ein paar Pfosten, also Querstreben. Der Kunde bzw. unsere Bekannte oder Freundin von Steffi möchte halt nicht so einen großen Schreibtisch haben für den kleinen. Und deswegen soll der maximal, ich glaube, 1,20 sein. Ich weiß nicht, habe ich alles richtig gemacht? Nee, 1,10 Meter war es, genau. So, das könnt ihr natürlich auch nochmal variieren, wie ihr möchtet, ne? Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, wie wir das Ganze machen. Verschrauben wir das Ganze von hier seitlich mit jeweils zwei Schrauben, richtig schick, und sprühen die Schrauben weiß an. Oder dübeln wir das Ganze, weil diese Variante würde es auch geben, dann siehst du nämlich kein einziges Schraubenloch. Oder wir schrauben es, weil wir faul sind, und lackieren es nachher schwarz über, weil die schwarze Farbe kommt ja auch noch. Und da ich ja sehr faul bin, habe ich das Ganze geschraubt. Das heißt, wir haben das jetzt hier vernünftig vorgebohrt. Ihr müsst natürlich so vorbohren, dass ihr dann zwischen den beiden Schrauben, die wir davor gesetzt haben, dass wir genau da durchkommen. Ansonsten gibt es einen Schraubencrash und das wollen wir ja nicht. Ich habe es aus dem Grund geschraubt, falls man es doch mal zerlegen möchte. Und es gibt zwar noch andere Möbelverbinder, aber jetzt für den einfachen DIYer zu Hause, wie jetzt Dupe zum Beispiel, möchten wir es natürlich ganz, ganz einfach bauen. So, wir schrauben das Ganze jetzt zusammen. Dazu nehmen wir eine Seite, dann nehmen wir die zweite Seite, zack. So, und dann nehmen wir die Querstreben. Natürlich gucken wir auch wieder hier, dass wir die schönsten nach oben zeigen oder nach vorne. Und dann schrauben wir das Ganze wieder zusammen. Zack. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann müsstet ihr jetzt einen Schreibtisch, ein Tor haben. Aber ein Tor oder ein Schreibtisch braucht ja eine Markierung, ne, damit wir wissen, wo das Tor ist. Und natürlich auch mal ein Netz, das kommt aber gleich alles. Ich zeichne jetzt erstmal an die Markierung. Und zwar habe ich mir errechnet 24,3. Das Ganze machen wir von unten auch nochmal. 24,3. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr es perfekt haben wollt, könnt ihr das Ganze natürlich mit einem Winkel einmal ringsherum anzeichnen. Und ich mache es aber jetzt per Augenmaß, mit einem Streichmaß. Klebt das Ganze einmal hier ab, schön sauber, zack. So, dass wir den Bleistiftstrich dann nachher übermalen. Und dieses Band hier, dieses Klebeband, ich habe es jetzt mal versucht, weil es haben ganz, ganz viele YouTuber verwendet, dieses Frog Tape hier, das habe ich mir, ist keine Werbung, habe ich mir jetzt gekauft, weil viele darauf schwören, ist natürlich nicht so günstig, die glaube ich bei 10 Euro oder bei 12 oder ich weiß es nicht. Und ich will nämlich demnächst ein Camouflage Lack, habe ich es richtig ausgesprochen, das möchte ich nämlich lackieren und dazu brauche ich nämlich so ein gutes Klebeband. Und ja, heute testen wir das Ganze mal. Im Anschluss werden wir das Ganze streichen und dazu verwende ich einen Pinsel und eine Kreidefarbe. Das mache ich aus dem Grund, wir könnten das Ganze jetzt auch wieder mit der Sprühdose lackieren, aber wir müssten einfach definitiv viel zu viel Fläche abkleben und dazu brauchen wir halt Folie und das möchte ich einfach nicht, ne? Da geht es mit dem Pinsel hier schneller. Den Pinsel können wir dann nachhinein nochmal abwaschen oder auswaschen. Genau.
Schreibtischgestell ist trocken, mein Outfit stimmt und die Schreibtischplatte ist mittlerweile auch angekommen. So kann ich mich doch sehen lassen, oder? Das ist eine Spanplatte beschichtet mit einem schwarzen Dekor und ringsherum ein Anleimer oder Unleimer. Ich verwechsel das Ganze immer. Auf jeden Fall ist das wirklich sehr, sehr hochwertig gearbeitet. Und woher kommt das Ganze? Vom Plattenzuschnitt 24. Dort bekommt ihr nämlich solche Platten. Ihr bekommt aber auch dort andere Plattenmaterialien. Sagt ja schon der Name, Plattenzuschnitt 24. Und das Coole, es gibt immer dort den Kunden des Monats. Das heißt, du kannst dein Projekt dort einreichen per E-Mail und hast die Chance auf eine Vergütung. Es gibt einen ersten, zweiten und einen dritten Platz. Alle Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und es gibt natürlich auch einen Rabattcode. Und zwar nennt sich dieser Mr. Handwerk 5. Bevor wir uns was runterlegen, müssen wir das Ganze erstmal vorbohren. Hierfür nehme ich einen Vorbohrer und Senker. Und jetzt können wir uns was drunter legen. Wir wollen ja nicht, dass die schöne Schreibtischplatte zerkratzt. Und was nehme ich da? Ich habe mir mal vor Jahren so eine Unterlage besorgt. Das ist so eine Anti-Rutschmatte für den Teppichboden, sowas. Beim Verschrauben müsst ihr natürlich darauf achten, dass wir jetzt nicht durchbohren. Die Platte hat eine Stärke von 19 mm. Ich habe jetzt hier 4x60er Schrauben genommen. Wenn wir uns mal ranhalten, ja, wir können noch mal einen kleinen Ticken rein, aber dann ist auch gut. Ihr müsst natürlich bedenken, dass wenn ihr jetzt insgesamt eine Dicke habt von 60 mm und ihr eine Schraube nimmt von 60, oh, passt perfekt. Nein, es ist nicht so. Bei Spanplatte gibt es eine kleine Delle, die sich dann entwickelt. Also ihr drückt quasi das Material nach vorne hinweg. Und deswegen solltet ihr schon so ein bisschen Luft einplanen. Es gibt natürlich noch einen Trick. Ihr könnt die Schraube nehmen und dann nehmt ihr eine Unterlegscheibe. Das heißt, die Unterlegscheibe verhindert, dass die Schraube ins Material reinwandern kann. So seid ihr auf der sicheren Seite. Das Fußballnetz und siehst du schon, dass es zerschnitten ist und was heißt, wenn du ein richtig treuer Fan bist, dann weißt du auch warum, weshalb das schon zerschnitten ist und kannst mir jetzt sagen, was ich mit den anderen Rest gemacht habe. Und dieses Netz tackern wir jetzt einmal ringsherum ran, natürlich vorne nicht, weil es ist ja ein Schreibtisch und dafür verwende ich den guten alten Tacker von Wolfcraft und das war nämlich auch ein Reel von Wolfcraft, könnt ihr euch ja mal ansehen, wenn ihr auf die Seite geht von Wolfcraft. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier am besten mache. Das sieht ja schon mal richtig stark aus, wie ich finde. Also passt zu meinem Trikot, ne? Ich muss aber ehrlich zugeben, ich bin nicht so ein Fußballkenner. Also ich gucke die EM, ich gucke die WM, aber da hört es auch schon auf. Ich weiß nicht, Schande über mein Haupt. Das Projekt ist ja jetzt aber noch nicht abgeschlossen. Je nachdem, was du für einen Fußboden hast. Fliesen, Parkette, Teppichboden. Beim Teppich wird es vielleicht noch gehen, aber bei Fliesen und anderen Boden, da empfehle ich dir solche Filzgleiter. Und das sind Filzgleiter zum Anschrauben. Ihr kennt ja die bestimmt zum Nageln oder die zum Kleben. Davon halte ich irgendwie gar nichts. Weil die irgendwann abgehen. Ich muss schon sagen, ist schon eine geile Sache. Vor allem für so einen kleinen Fußballbegeisterten, ob Junge oder Mädchen, ist ja schon richtig, richtig cool, wenn man sowas in seinem Zimmer stehen hat und schnell Schreibtischstuhl weg und man hat ein Tor zu Hause im eigenen Kinderzimmer. Kannst natürlich auch nachbauen für dich zu Hause als Erwachsener, je nachdem. Und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, diesen Schreibtisch hier, darüber gibt es nochmal eine Anleitung als PDF-Form zum Runterladen. Dort findest du das gesamte Werkzeug, was du jetzt hier in diesem Video gesehen hast. Dort findest du die Materialien, die Rabattcodes und natürlich das ganz Wichtigste, die Maße. Ne? So. Ich würde sagen, viel Spaß beim Projekt. Abonnieren, wenn du es noch nicht schon getan hast. Und unbedingt die nächsten zwei Videos anschauen. Dort baue ich nämlich auch wieder einen Schreibtisch. Und ich würde sagen, das ist nochmal ein Level etwas höher. Aber ja, mal schauen. Bis dann. Ciao. Achso, und viel, viel Spaß bei der EM. Und ich hoffe, ihr seid alle für Deutschland. Ganz, ganz wichtig. So, tschüss.